Vielen Dank. Es ist... Dankeschön. Herzlichen Dank. Das ist doch nicht nötig. Ach, Sie haben schon aufgehört. Ja. Wir tun sich da gar keinen Zwang an. Wir zeichnen ja auf für meinen Kanal dieses wunderbare Programm. Ich kann Ihnen ja nicht sagen, wie ich mich freue, dass es endlich geklappt hat. Wir sollten ja schon an dieser Stelle vor 3 Jahren. Und der Partner, mit dem ich diesen Abend bestreite, ist ja, ja, egal wo man hinschaltet, er ist schon da. Ohne ihn geht kulturell in diesem Lande im Moment nichts mehr. Seine Kerze brennt an 5 Enden. Das ist natürlich irgendwie Unsinn, weil die Enden von Kerzen müssen immer durch 2 teilbar sein, ohne Rest. Ja, es ist für mich eine Riesenfreude und auch eine große Ehre, dass ich mit dem angesagtesten Comedian, Kabarettisten dieser Tage das heute zelebrieren darf. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Thorsten Sträter. Das ist schön. Danke. Danke. Danke, danke, danke. Schon ja. Gut. Vielen Dank. Das ist. Aber so. Ich bin jetzt zwar nicht der Angesagteste, aber du hast mich immerhin angesagt. Das ist ja auch mal sprachlich. Für mich bist du dann der Angesagteste, aber auch der Einzige. Ja, das stimmt. Der einzig Angesagte heute. Das ja, ist wahr. Wir haben. Ach, wie schön. Wie geht es dir? Oh, mir geht es ganz zauberhaft. Das ist ja jetzt, wir machen jetzt schon eine sehr lange Show, ohne, das bringt nichts, oder? Wir machen die zweite. Und es macht sehr viel Freude. Ich klinge wie ein Heilpraktiker, aber es macht viel Freude. Es macht Spaß. Sie können sich das nicht vorstellen, wie das ist, wenn man mit Leuten, die man nur aus dem Fernsehen kennt, dann... Ich wusste nicht, was du meinst, als du sagtest, ich rauche noch einen. Ja, ich hab jetzt nur 2-mal gezogen. Na, reicht doch. Ja. Und gleich ziehe ich hier noch mal eine, wenn du so weitermachst. So. Dann lass uns anfangen. Wir haben ein strammes Programm. Wir beginnen mit Paul Bukowski. Jawohl. Den ich auch in den beiden Ausgaben dieser dieser Unternehmung hatte. Und mittlerweile hat er sich zu meiner Freude in der Spitzengruppe, kann man sagen, etabliert. Ja. Und vor allen Dingen hat er auch noch, Paul Bukowski, er hat noch den Mann oder die Frau, das weiß man ja heute nicht mehr, die Klappentexte formuliert. Damals stand da, er entfaltet seinen Humor mit einer schleichenden Gewalt. Da hat der Kollege Malmshammer mit Recht angemerkt, ja, da muss aber ein Relativsatz kommen. Da hat er recht. Im neuen Buch heißt es, er ist zurück mit einer stillen, würdevollen Wucht, die ihresgleichen sucht. Also da hat er wenigstens grammatikalisch hat er dazugelernt. Stark ist das. Semantisch ist es noch, ich würde von einer Adjektivattribut-Insuffizienz reden. Also bei dem Klappentexter. Ja, ja. So muss man das sehen. So, wir fangen an mit dem Buch. Er hat ja auch tolle Titel, Paul ja. Bukowski. Alleine ist man weniger zusammen. Das wird aber noch getoppt. Ich sag's Ihnen gleich. Ich weiß nicht, ob ich da wieder an mich halten kann oder ob ich wieder nässend unter mich mache, wenn das nächste Buch kommt. Wenn das zweite kommt, willst du das jetzt schon spoilern? Na, ich will's nicht spoilern, aber ich will spoilern, dass er der König der Titel ist. Das muss man mal so sagen. Ich sehe das andere Buch. Ach so, das ist hier. Das ist hier. Dann sag es doch. Wenn es dich so... Das andere Buch heißt, bitte nehmen Sie meine Hand da weg. Ich komme nicht... Ich komme da nicht drüber weg, einfach so. Aber ich meine, da, wenn wir jetzt auf einen Wettbewerb der Buchtitel raus, okay. da liegt natürlich Nils Heinrich auch nicht schlecht im Rennen mit Sei froh, dass du nicht Joghurt heißt. Ja. So, Seite 20.
Da geht es ums, wie nennt man das eigentlich? Katzen-Sitten? Ja, das ist Cat-Sitting. Das ist ein bilinguales Programm, es ist Cat-Sitting und ich mache das auch nur, weil Professor Dumbledore heute hier ist. Deswegen. Ist er nicht tot? Bitte was? Ist er nicht tot? Wir können ihn mal fragen. Geht's ihm gut? Ich hatte nicht mitbekommen, dass du ein Gast bist. Wie Reihe. Kannst du das nicht mitbekommen? Ja, weil ich. Ich habe den gesehen, das erste, was ich sagen wollte, war, ich war dieses Jahr artig. Weil. Unfassbar. Großartig. Guck, so muss das aussehen. Na gut, dann wollen wir doch hoffen, dass er seine Route nicht dabei hat. Ja. Würdest, also, ich beginne, ne? Und du liest im Grunde und ich mache alle anderen Stimmen. So war es ja auch geplant. Ja. Gut. Also es geht um einen jungen Mann, der eintrifft, um eine Wohnung für eine gewisse Zeit zu hüten mit einer Katze. Nur zum Verständnis. Maxi, Maxi. Guck mal, Maxi, das ist der Paul. Ich halte es für ein frühes, aber sicheres Anzeichen einsetzenden Wahnsinns, wenn Menschen ihren Haustieren andere Menschen vorstellen. Ja, sag doch mal Hallo. Kurz bin ich mir nicht sicher, ob die 40-jährige Werbetexterin namens Sabine mit ihrer Katze, ihrem Lebensgefährten oder mir spricht. Verunsichert stehe ich auf der Türschwelle einer Schöneberger Altbauwohnung und starre in den herrschaftlichen Flur. Was ich im ersten Moment für knöcheltiefe Auslegeware hielt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als nahezu lückenlos mit Katzenspielzeug bedeckter Dielenfußboden, in dessen Mitte eine adipöse, bunt gescheckte Hauskatze liegt und recht unmotiviert Schneeengel spielt. Können Sie jetzt nicht checken? Nee. Doch, ich sag's Ihnen, ich habe gestern Schneeengel gesagt, weil ich das Wort Schneeengel nicht sofort erkannt habe. Weiter. Ich finde, manchmal bist du zu streng mit dir. Man hätte darüber hinwegsehen können. Ich habe gestern im ersten Text Schneeengel fremden Menschen und wurde den ganzen Abend dafür bitterst verspottet. Nein. Und dann bitterst, nein. Bitterst. Nein, niemand auf mich urinierte. Grenzt an ein Wunder. Gut, jetzt wollen wir das mal. Das Internet vergisst nicht. Nein. Wir sollten aber jetzt, sagen wir mal, in einer Zeitspanne weiterlesen, bevor das Kurzzeitgedächtnis sagt: Nee, nicht mit mir. Okay. Du hast Schneeengel gesagt? Nee, pass auf, nee. Entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein nahezu lückenlos mit Katzenspielzeug bedeckter Dielenfußboden, in dessen Mitte eine adipöse, bunt gescheckte Hauskatze liegt und recht unmotiviert Schneeengel spielt. Ja, wollen wir den Paul nicht reinlassen? Sabine und Daniel haben ihr Gepäck neben der Wohnungstür gestapelt. In 3 Stunden geht ihr Flug nach Mykonos. 7 Tage lang werde ich hier einkehren, Wohnung hüten, Blumen gießen, Katze füttern. Für 30 Euro pro Tag. So ist das, liebe Kinder, wenn man Bücher schreibt. Noch immer ist mir nicht ganz klar, wie Sabine und Daniel ausgerechnet auf mich gekommen sind. Du, die Frieda, die hat ja total von dir geschwärmt. Sagt Sabine. Total. Schiebt der devote Daniel hinterher. Welche Frieda, denke ich. Kurz steigt die Befürchtung in mir auf, dass Sabine von diesem hellgrauen Windhund sprechen könnte, den ich letztes Jahr für 3 Wochen in meiner Obhut hatte. Der mit Katzen spricht, der schwört auch auf persönliche Empfehlungen von zuckerkranken Zuchthunden. Zuckerkranken Zuchthunden. Zuckerkranken Zuchthunden. Du kannst doch gut mit Katzen, fragt Sabine. Kurz muss ich mich an das missliche Ereignis denken. Kurz muss ich mir. Ich muss mir an das missliche Ereignis denken. Wir verfallen in ein holpriges Polnisch. Kurz. Das ist kulturelle Aneignung, ne? Ich weiß nur. Im Gegensatz zum Lesen von Büchern, die man nicht geschrieben hat, ist das natürlich kulturelle Aneignung. Das stimmt. Paul Bukowski ist eigentlich Pole. Ja, jetzt stehen wir da. Kurz.
Ja. Was für ein Twist. Kurz muss ich an das missliche Ereignis denken, als mir mit 11 Jahren ein rein weißes Rosettenmeerschweinchen von einer Fußgängerbrücke auf die A40 gefallen ist. Mit Katzen kann ich super, sag ich. Nee, sag's. Nee, ich dachte, ich wäre dran, aber ich hab das ja nicht angestrichen. Da. Du bist ja, ne? Du bist ja alles mit ich. Nietzsche. Dein. Das ist übrigens eine Stelle bei Nietzsche, die ich nie verstanden habe. Gott ist tot. Das würde ja bedeuten, dass es ihn mal gegeben hat. Ich sag's nur. Ja. Da im Stockwerk über mir gerade kernsaniert wird, kann ich eine Woche Schöneberg ziemlich gut gebrauchen. Du, die Maxi, das ist eine ganz, ganz nette. Sagt Sabine. Total nett. Bestätigt Daniel. Miau. Macht die Katze. Du, die Maxi, die hat noch nie gebissen. Versichert mir Sabine. Noch nie. Bekräftigt Daniel. Miau. Macht Maxi. Auf dem Balkon beobachten, boah, Alter. Der erste Lesetext ist immer der schwerste. Für viele. Ich muss den nachsynchronisieren, bestimmt, nächste Woche. Bestimmt. Auf dem. Gewiss! Dieser Text ist in 8 Teilen per Faxabruf über den. Auf dem Balkon beobachten die Katze und ich, wie Sabine und Daniel ihr Gepäck in den Mietwagen laden. Als das sportliche Gefährt sich langsam in Bewegung setzt und kurz darauf hinter der nächsten Ecke verschwindet, wende ich mich Maxi zu. Auf gute Zusammenarbeit, sage ich. Kurz versichert sich die Katze, dass der Mietwagen auch wirklich außer Sichtweite ist. Dann beißt sie mich. Erster Tag. Nachdem ich mich gestern Abend mit blutendem Knöchel ins Schlafzimmer flüchten konnte und Maxi das Kratzen und Schaben an der Tür gegen 4 Uhr morgens eingestellt hat, war es abgesehen von den spanischen Touristen in der Ferienwohnung nebenan eine ausgesprochen ruhige Nacht. Im Morgengrauen bin ich der Katze im Badezimmer begegnet. Das stolze Tier saß anmutig und verschlagen auf dem breiten Waschtisch. Als ich mich behutsam nähere, verteidigt Maxi ihre territorialen Besitzansprüche dadurch, dass sie sich anmutig in meinen offenen Kulturbeutel erbricht. Mit langsamen, bedächtigen Schritten habe ich rückwärts den Weg in die Küche gefunden. Zähneputzen über dem Spülbecken mit Backpulver und Zeigefinger. Nach anfänglichem Zögern das Geschäft über dem Feuilleton-Teil der FAZ verrichtet. Das warme Päckchen mit dem Gesicht von Akif Pirinci liegt in einem Ziploc-Beutel in der Tiefkühltruhe. Leider zu spät realisiert, dass in der Küchentür eine Katzenklappe installiert wurde. Notdürftige Wundversorgung mit Küchenkrepp und Frischhaltefolie. Maxi hat jetzt Blut geleckt. Meins. Guter Text. Gut, also, Borowski. Später unbedingt. Mehr. Wusstest du, dass Paul Bukowski einen Backblock hat und dass seine Schrift... Also für Käfer oder ein Backblock? Also kein Backblock, dass man sagt, I'm interested in Bugs, sondern... Auch nicht ein Backblock, wie bei Backpacker. Ja, ach so, okay. Back, wie Backen. Okay, verstanden. Also heute... Oder wie Buck Rogers, der das war ja so ein... Der Genderer würde ja ein backender Block sagen. Ich Return to Gender. Immer wieder. Immer wieder die gleiche Debatte, die wir bei Tisch haben. Seine Spezialität, und deswegen spreche ich es an, New York Cheesecake und Carrot Cake Cookies. Man hätte auch Möhrenkuchenkekse sagen können. Und dann wird er noch... Genau, und Brennpunkt Käsekuchen. Statt New York Cheesecake. Ist aber einer meiner Lieblingskuchen und Sachertorte. Ja. Ja. Oh, das ist aber eine Kombi. Ich esse den jetzt nicht gestapelt aufeinander, aber mal da ein Stück, mal da ein Stück. Finde ich super. Paul Bukowski wird auch der Woody Allen des Weddings genannt. Das ist wahrscheinlich der die Klappentexte. Das ist nicht Englisch für heiraten, sondern ist der Stadtteil hier in Berlin. Möchtest du
der Woody Allen Waltrops genannt werden? Nee, weil ich einfach auch keine Adoptivtochter habe, die ich jetzt noch heiraten möchte. Also ich persönlich... Das ist schon eine komische Sache mit Woody Allen, oder? Der ist zweimal erster Klasse freigesprochen. In zwei verschiedenen Verfahren von Richtern, die ihm nicht gewogen waren. Ich sag's nur. Ja, aber ich finde, es sind trotzdem keine guten Rahmenbedingungen für eine Ehe. Ja, aber das kann zweimal freigesprochen zu werden. Also. Aber ich meine, zu zwei Prozessen gehören ja zwei. Ja. Aber es ist aber andererseits auch bestimmt top auf der Hochzeitseinladung. Ich bin raus auf Bewährung. Weißt du, euer Rudi. Ja, der war nicht schlecht. Ist leider ein bisschen untergegangen, tut mir leid. Leider. Das können Sie jetzt sehr schade. Da kann man sich ja das nochmal in Zeitlupe, kann man das eigentlich auf YouTube in Zeitlupe Man kann das gucken? In Zeitlupe gucken, dann hat es halt keinen Ton, was aber nicht schlimm ist in dem Fall. Gut, doch. Das ist ja sehr schön. Tut mir leid. Wir machen Oliver Rosenthal hat ein Buch geschrieben, wo er draufsteht, auf dem Buch steht eine Art Tagebuch. Der Titel des Buches ist Wie dem auch sei. Englisch wäre Be that as it may. We them to be. Was? Nichts. Nichts, einfach es nichts. Es ist ein Tagebuch, wo er ja im Wesentlichen oder sehr häufig über seine Beziehung mit seinem Mann, Freund, weiß nicht, ob sie verheiratet sind, ist auch wurscht. Fängst du an? Ja, unbedingt. Bitte. Es sind buchstäblich Tagebucheinträge. Sonntag, 27. November 2016. Welch eine Nacht. Morgens im Bett mit einem Mann aufwachen, ist normal. Morgens im Bett mit einem fremden Mann in einer fremden Wohnung aufwachen, das soll gelegentlich vorkommen. Wenn man den Lover dann aber fragt, wo die Toilette sei und er antwortet, weiß ich doch nicht, dachte, das wäre deine Wohnung, dann... dann läuft es definitiv aus dem Ruder. Mittwoch, 7. Dezember 2016. Mein Freund ist aus beruflichen Gründen ein paar Tage verreist. Ich vermisse ihn schon jetzt. Ich kann mir keine Pizza bestellen, denn der Mindestbestellwert wird nicht erreicht. Mittwoch, 4. Januar 2017. Es ist schon merkwürdig. Je älter man wird, desto verschrobener. Im Alltag ertappe ich mich des Öfteren dabei, wie ich mit mir selbst spreche. Und dann lachen wir beide. Donnerstag, 19. Januar 2017. Das Einrichtungshaus IKEA verkauft ja nicht nur Möbel, sondern unter anderem auch Stoffe. Hat man die Textilien zugeschnitten, werden sie einfach gewogen, um den Preis zu ermitteln. Das ist irre praktisch. Allerdings kann der Satz, ich habe gerade 2 Kilo Stoff gekauft, im Alltag zu Missverständnissen führen. Freitag, 20. Januar 2017. Heute war ich kurz in meiner Bankfiliale, um ein paar finanzielle Dinge zu regeln. Da geschah ein Unglück. Direkt vor dem Kundenschalter verlor ich eine meiner Kontaktlinsen. Keiner bewegt sich, rief ich in meiner Panik. Im Nachhinein betrachtet war es nicht meine allerbeste Idee. Dienstag, 24. Januar 2017. Es war mal wieder an der Zeit, einen guten Freund in Hamburg zu besuchen. Stressfrei und gemütlich saß ich im Metronom, also der ICE. Der Fahrkartenkontrolleur betrat nach einiger Zeit den Waggon. Ich sah ihn und rannte weg. Der junge Mann nahm sofort die Verfolgung auf. Wir rannten durch den halben Zug. Im vordersten Wagen angekommen, schrie ich, Erster! Und zeigte ihm mein gültiges Ticket. Seinen Humor habe ich damit leider nicht treffen können.
So, das soll uns fürs Erste... Ja, sehr schön, ganz wunderbar. Ja. Ja, super Typ. Oliver Rosenthal war das. Ja. Thorsten Sträter ja. ist der Nächste. Welches Buch es denn? Es ist eines deiner Ach Bücher so. Ja. mit dem Titel... Als ich in meinem Alter war. Richtig. Ja, das ist natürlich auch ein sehr schöner Titel. Dass ich das eben nicht hätte. Meine Agentin wollte nicht, dass ich es Bonusmeilen für die Wanderhure nenne, deswegen fand ich es eigentlich charmant in dem Kontext. Ruhig bleiben. In letzter Zeit wird es immer unruhiger draußen. Ich möchte hiermit aber auch mal schriftlich festhalten, dass innere Ruhe zum Beispiel aus der Erkenntnis kommt, nicht immer alles sofort beantworten zu müssen. Alle fordern zügige Erwiderungen. So läuft Kommunikation heutzutage, im Gespräch, auf Facebook, bei Konfrontationen. Aber warum? Und wen juckt das? Sie stehen ja in aller Regel nicht vorm Kriegsgericht. Falls Sie etwas gefragt werden, nehmen Sie sich Zeit zum Nachdenken. Und wenn Nachdenken jetzt nicht so Ihr Ding ist, nehmen Sie sich die Zeit, um so zu tun. Um so zu tun. Ja. Ich kann mir das nicht verkneifen. Komm, du haust doch genauso oft Umlaute mal in Wörter rein, oder? Nie. Machst du das nicht? Nein. Ich habe mich nur über das Üm, konnte ich mich lange Zeit nicht wohl. Du hast einmal Üm okay, gesagt. Okay, ja, ja. Jetzt wollte ich nur darum bitten, ich wollte ein Späßchen machen mal. Hast du? Ja. Aber du hast es dann aufgehört und das war so schade. Jetzt bin ich komplett raus. Jetzt ist alles kaputt. Du bist hier. Nehmen in deinem Nachdenken. Die Zeit, um so zu tun. Ja, um so zu tun. Während an der. Genau. Um so zu tun. Und sagen Sie nichts dabei. Während der andere denkt, Sie würden in Ruhe etwas nachsinnen, können Sie ja in Gedanken was singen. Zum Beispiel, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Und wenn dann irgendwann später doch noch mal nachgefragt wird, ob Sie jetzt verkackt noch eins zu Ende gedacht haben, dann erheben Sie sich, deuten eine leichte Verbeugung an und sagen, ich melde mich. Dann gehen Sie nach Hause. Es sei denn, Sie sind zu Hause, dann gehen Sie woanders hin. Mit Schlagfertigkeit verhält es sich genauso. Der Zwang zur schnellen Erwiderung setzt uns alle nur unter Stress und der Effekt hält so lange wie ein Furz. Es ist quasi nur für den Kick, für den Augenblick. Machen Sie es fähig. 1981 ging ich in den Grundkurs einer Tanzschule namens Brinkmann-Linde in Lünen. Dort herrschte das erste Mal in meinem Leben ein Dresscode, nämlich Sakko, Krawatte und Schnürschuhe. Ich trug eine Lederkrawatte, schmal, blau, heute ein verdammter Albtraum, damals aber als Accessoire. Ganz vorne mit dabei. Die Mädchen trugen Röcke und Kostümjacken mit Schulterpolstern, als wäre der Kleiderbügel noch drin. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Das hat mit dem Text nichts zu tun, aber weißt du das noch? Ja. Da kam Mädchen... Ja. Durch Milchglasscheibe dachte ich, fuck, George Foreman. Und dann ging die Tür auf, unfassbar. Was das für kantige Damen waren, und das war unheimlich viel. Im Schaumgummibereich. Die Mädchen trugen Röcke und Kostümjacken mit Schulsterpolstern. Schulster. Ich sehe mal das, was ich sage. Schulster, bleib bei deinen Leisten. Als wäre der Kleiderbügel noch drin. Was aber jetzt keine Rolle spielt. Jedenfalls kam irgendwann an diesem Abend ein Schrat in grünem Lacoste-Polo mit Strickkrawatte zu mir. Spannte mir meine Tanzpartnerin aus und sagte ziemlich laut und höhnisch: Schicker Slips. Alle lachten. Ich sagte nichts. Aber später recherchierte ich seinen Namen. Ich behielt ihn im Auge. Dann rief ich ihn an. Nach dem 80. Klingeln hob er ab. Ja. Ich sagte: Und mit deiner Häkelpeitsche würde ich mir nicht mal den Arsch abwischen, und legte auf. Nachts um 4. 26 Jahre später. Und ich war mir sicher, über dieses Telefonat würde er noch lange nachdenken. So, okay, jetzt habe ich verstanden. Der erste Teil. Alles klar, super. Ja. Danke. Oh. Gut. Ja. Paul Bukowski, unser Freund mit dem Carrot. Riesenfan. Möhren, man sagt das immer so flapsig. Aber Nein. Kommt jetzt das? Nein, es kommt noch nicht. Das. Doch, natürlich kommt. Es kommt. Das, ja, genau. Es nicht. Kommt, warte. Zugfahren. Ja. Ja. Er gibt uns, es wird eigentlich erklärt, was er jetzt tut. Es ist eine kaum von der Hand zu weisende Tatsache, dass die größten Unannehmlichkeiten an Zugreisen
die bunte Vielfalt an hochgradig nervtötenden Mitreisenden ist. Und da sich nur sehr selten der glückliche Umstand ergibt, sich auf einer Bahnreise zwischen München und Berlin ein privates Abteil mit einem Passauer Verein taubstummer Briefmarkensammler zu teilen, folgen nun drei einfache Ratschläge, wie man sich in einem ICE der Deutschen Bahn ein bisschen Platz, Ruhe und Frieden erkämpfen kann. Wenn ihr gegenüber die hartgekochten Eier aus seinem Reiserucksack hervorkramt und ihn ein Gespräch über die Außenpolitik Israels aufzwingen will, ist genau der richtige Zeitpunkt gekommen, um mit dem Schneiden der eigenen Fußnägel zu beginnen. Also. Sollten Sie sich auch von anderen Mitreisenden in Ihrem erweiterten Umfeld gestört fühlen, ist eher ein Nagelknipser zu empfehlen. Auch ein Hornhautraspel sollte in keinem Reisegepäck fehlen. Sind Sie mit Ihrem Partner auf Reisen? Dann raspeln Sie sich doch einfach gegenseitig. Es stellt sich die nicht ganz unbegründete Frage, ob eine Lebensmittelvergiftung nicht ein etwas hoher Preis ist für einen Fensterplatz in Fahrtrichtung. Ich denke nicht. Ich persönlich habe die bisher besten Ergebnisse mit einer Thermoskanne lauwarmem Apfelsaft und dem gut sichtbar drapierten 80er-Jahre-Bestseller Urin, ein ganz besonderer Saft, erzielt. Kleine regelmäßige Schlucke und gelegentliches Gurgeln können im Ruhebereich eines Großraumabteils wahre Wunder bewirken. Diese Methode ist besonders für Fahrgäste mit Konfirmanden. Diese Methode ist besonders für Fahrgäste mit Konfirmandenbläschen geeignet. Dabei ist stets darauf zu achten, die Thermoskanne auch beim Toilettengang mit sich zu führen und alsbald nach der Rückkehr zu seinem Sitzplatz einen neuen tiefen Schluck zu nehmen. Der größte Platzhirsch auf allen gängigen ICE-Strecken und somit auch der größte Konkurrent auf meiner Jagd nach einem friedvollen Sitzplatz sind junge Mütter mit Kind. Ein Kollege aus dem Badischen empfahl mir unlängst, derartigen Mitreisenden durch massiven Alkoholgenuss beizukommen. Das sogenannte rheinische Manöver. Was bei Kölner Junggesellengruppen oder Wehrpflichtigen durchaus funktionieren mag, ist bei Menschen wie mir allerdings eine völlig sinnlose Taktik, da ich von Alkohol lediglich müde und sehr geruchsempfindlich werde, was wiederum Mütter mit kackkonditionierten Kleinkindern sehr wohl auszunutzen wissen. Zudem habe ich bereits an... Regeln Sie das kurz mit dem Babyelefanten, dann... Du musst das Tier überall mit hinnehmen. Zu Hause kannst du ihn nicht lassen. Zu Hause kackt er alles voll, zerkratzt die Möbel. Nimm den Babyelefanten mit. Aber mit welcher Technik hat er das verstärkt? Ich weiß es nicht. Das ist, also... Entweder aus einer Toilettenpapierrolle so einen kleinen Equalizer gebaut und dadurch getrötet. Oder? Toll. Ich war auch beeindruckt. Genau. Zudem habe ich bereits an Weihnachten 2008 erfolgreich eine Taktik erprobt, die seither zu meinem ständigen Begleiter, meinem Markenzeichen, avanciert ist. Vor jeder noch so langen Reise erstehe ich am Bahnhof meiner Abfahrt das schmutzigste, expliziteste Erotikmagazin, das sich in den gut gefüllten Regalen finden lässt. Habe ich nun meinen Sitzplatz erreicht und bin umgeben von rüstigen Rentnern, lautstark schwatzenden Hausfrauen, antiautoritär erziehenden Müttern und unaufhörlich telefonierenden Geschäftsmännern, beginne ich damit mit einer roten Kinderschere alle primären und sekundären Geschlechtsmerkmale aus meinem Magazin herauszuschneiden, nach Größe, Geschlecht und Farbe zu sortieren und mit einem Prittstift in ein kleines rotes Sammelheft zu kleben.
Das war lustig. Für unseren Titel. Das wollte ich gerade sagen. Das ist übersinnlich. Ich sehe es gerade. Als wüsste ja. Paul Bukowski, unfassbar. Wie wir hier lesen. Das, die nächste Geschichte heißt, was wir, ob Sie es lesen können, Send in the Klaus. Send in the Klaus. Wahnsinn. Das, ja, fantastisch. Ich finde, ganz großes Tennis. Finde gerne Worte. So, jetzt... Jetzt musst du was mit einem Brittstift in ein kleines rotes Notizheft zu bringen. Ich bin auch neidisch. Primär zerfrisst mich der Neid, weil das einfach fantastische Ideen sind. Wir kommen zum Buch der ganz anderen Art. Ich bin ein großer, seit vielen Jahren, großer Fan von Stefan Schwarz, dem Autor, dem Kolumnisten des berühmten Magazins, das es schon so ewig gibt. Und er hat, ich glaube, 15 Bücher mittlerweile geschrieben oder in dieser 17. Und meistens geht es darum, dass er die zeitgenössische Familie aus männlicher Sicht beschreibt. Hat auch etliche Romane, mehrere sind auch verfilmt. Alles tolle Bücher. Und dann hat ihn der Knochenmarkkrebs erwischt und da hat er ein Buch geschrieben, Bis ins Mark. Dieses Buch hat mich ziemlich mitgenommen, weil es außerordentlich schonungslos ist. Aber er ist einer der besten Humoristen des Landes. Man mag sich das nicht vorstellen, aber es gibt schreiend komische Stellen auch in diesem Buch. Ansonsten muss man weinen, man denkt über sein Leben nach. Das ganze Programm, eines der aufregendsten Bücher, die mir in den letzten Jahren untergekommen sind. Und wir machen jetzt aber nicht die traurigen Stellen. Wir machen jetzt die komischen. Und denken sich die anderen dazu. Und wenn das Buch raus ist, kaufen Sie das, dann kriegen Sie ein Gesamtbild. Denn es ist noch, im Moment ist es noch gar nicht raus, deswegen haben wir eine Sperrfrist. Aber wenn wir hier auf den Kanal gehen, dann ist es raus. Ich sage nochmal den Titel. Genau, für Sie da draußen in Unterwäsche vor Ihrem iPad. Das Buch ist raus. Das wollte ich sagen, genau. Wir fangen an mit einer anderen Geschichte, wie 138. Oh ja. Er hat da ist er schon im Krankenhaus und wir würden Mitbewohner sagen. Und er, sein Mitbewohner dieses Zweibettzimmers hat namens Jo, nennt sich nicht Mitbewohner, sondern Raumteiler, was ich sehr lustig finde. So. Jo streift seinen Pullover wieder sanft über den Bauch. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein wegen der Hernie, erklärt er. Hernie. Hernie? Ja. Ja, ich weiß, ich kenne die Stelle nicht. Was ist denn eine Hernie? Ein Bruch. Ehrlich? Ja. Hernie ist ein Bruch. Ich dachte, Hernie. Das wäre... Ja, ich dachte vielleicht wie Herne und Bert, aber nicht. Es ist auch nicht so, dass in Herne nur Kranke wohnen. Ach so. Das ist nach Schneengel bereits mein zweiter kleiner Fauxpas. Ich kenne das nicht. Das ganze medizinische Duktus ist mehr. Pass auf, wir erklären es ja jetzt. Ich weiß nicht, was. Hernie. Ich weiß nicht, was eine Hernie ist. Genau. Wäre der Satz zuerst gekommen, hätte ich gewusst, wie man es ausspricht. Ich bin sozusagen geplatzt, meint Jo, hab mich beim Hausbau verhoben und da ist die Bauchdecke durchgebrochen, das Gedärm ist ausgetreten. Sehr unschön. Kann ich mir vorstellen, mache ich aber nicht. Ist aber alles wieder drin, keine Bange, da ist jetzt was drauf. Jo räumt seinen Schrank ein. Mein letzter Raumteiler war nicht so nett wie du. Aber ich war doch noch gar nicht nett, sage ich verblüfft. Ich sehe, wenn einer nett ist. Ich bin dauernd im Krankenhaus. Mein letzter Raumteiler war ein Knacki. Wir haben das ein bisschen psychotisch markiert. Er läutert Jo, greift also, den... Da, wo ich keinen Strich habe, das dachte ich, lesen wir nicht. Weil wir sind ja die ganze Zeit im Gespräch, verstehst du? Jo greift in seinen Koffer, holt ein paar Snacks und eine Cola heraus, die er ans Fenster stellt. Da
Da saß immer ein Polizist mit dem Zimmer, auch nachts. Musst du dir mal vorstellen. Der kriegt das an die Chemo und kotzt in den Eimer und der Polizist sitzt daneben. Richtig mit Knarre. Warum saß der Polizist nicht draußen im Flur? Ich meine, der Knacki wird doch nicht mit dem Tropf am Ständer durchs Fenster klettern. Der war richtig gefährlich. Da konntest du nicht einfach sagen, mach mal die Musik leiser. Der hätte einen sofort gekillt. Wegen anderer Meinung. Und wenn du gesagt hättest, mach mal lauter? Dann auch, weil du ihm nichts zu sagen hast. Der war generell allergisch auf andere Meinungen. Deswegen Polizist am Bett. Und sowas kriegt nun die volle medizinische Behandlung? Naja, sonst wäre es ja nicht lebenslang, sondern Todesstrafe gewesen. Jo ist wirklich lustig. Unangenehm. Er findet nämlich ein Ende. Das ist wichtig zu zweit im Zimmer. Dass man nicht immer noch was sagt. Ja. Und es war schon eine von den nachdenklichen Stellen. Ich freue mich auf die Knochenmarksentnahme. Die lesen wir auch noch, Die lesen wir. Das ist der Kracher. Und ich finde, das haben wir jetzt nicht schön präsentiert mit dem Kracher. Aber das ist, warten Sie es ab. Sollen wir das noch mal lesen? Was denn? Diese Geschichten. Welche? Die nächste. Wir lesen jetzt die nächste. So, Dietmar Bittrich. Dietmar Bittrich ist ein Tausendsasser, ein literarischer. Er hat 120 Bücher geschrieben über alles Mögliche. Er hat Hörspiele, Theaterspiele, Stücke, Satiren. Er hat aber auch sowas wie 1000 Orte, die man knicken kann. Achtung, Gutmenschen, Orakel der Gummibärchen und genauso viele hat er auch herausgegeben. Und hier hat er was Tolles gemacht. Er hat die Wunderwelt der Zitate durchforstet und hat zu einem Zitat bei irgendjemand anders eins gefunden, was das Gegenteil aussagt. Mhm. Goethe hat sich selbst oft widersprochen, hat zum Beispiel gesagt, dass du dich enden kannst, das macht dich groß. Und an anderer Stelle hat er gesagt, in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Wir warten ab, bis sich der Applaus gelegt hat. Das ist und dann machen wir... Das muss einzig an viele klatschen erst Dienstag zu Hause. Ja. Tausendsasser ist übrigens eine Hypostasierung von einer französischen Interjektion aus dem 18. Jahrhundert. Das war ursprünglich ein Lockruf für Jagdhunde, Sassa. Und das ist dann, geil, dass du jetzt noch so einen Knopper nachgelegt hast, um dann nochmal richtig hochzupeitschen. Ja. Nein, es ist halt schön, es ist halt schön still. Ja, das ist allerdings sehr schön, ja. Das muss man ausnutzen. Ja, richtig. So, wo sind wir denn? Welche Seite? Ich, Seite 7, harmonisches Miteinander, oder? Bis auf Seite 7? Naja, man kann es umblättern, ich bin auf jeder Seite, die du willst, aber... Ja, ich bin auf Seite 8. Guck mal, die Seiten stehen ja da oben, du bist auch auf Seite 8. Naja, ich habe das Buch aufgeklappt, ich kann quasi 7 und 8 sehen. Ja, das ist... Ich will mir jetzt nicht so sehr aus der Deckung wagen, aber... Nein, du hast völlig recht. Ja. Wir sind auf unterschiedlichen Sichtweisen zum selben Ergebnis gekommen. Erschütternd. Ja. Möchtest du anfangen? Du meinst aber links auf Seite 8, ne? Nee, ich meine ja, links auf Seite 8. Okay. Aber Seite 8 ist doch komplett links. Weil rechts ist 9. Pass auf. Ich möchte das gerne auf dem Kissen gestickt haben. Ich lese. Ich schwarz zu blau? Ja. Okay. Neues Testament. Liebe deinen Nächsten. Patricia Cornwell. Den Nächsten darf man weglassen, wenn der Übernächste attraktiver ist. So, jetzt fange ich an. Martin Bonhoeffer. Der Weg der Liebe zu den Menschen ist der Weg der Freiheit. Du musst jetzt auf Seite 9 gehen. Hier, also neben Seite 8. Da. Das ist bei mir nicht angekreuzt. Mach noch mal. Das haben wir gestern auch gelesen. Ja, aber dann mach mal. Du hast recht, das ist nicht angekreuzt. Ja. Hättest du mal machen sollen. Wie ein Reh im Scheinwerferlicht stand ich hier, ja.
Falls wir einen dritten Abend benötigen, haben wir jetzt. Ja. Ich sag nur, mach nur mal. Ich glaube, aus diesem Abend können wir bis zu 8 Minuten Material rausnehmen. Martin Bonhoeffer. Der Weg der Liebe zu den Menschen ist der Weg der Freiheit. Al Capone. Manchmal muss man jemanden aus dem Weg räumen, um die Freiheit zu erreichen. Du bist? Jean-Jacques Rousseau. Ja. Jean-Jacques Rousseau. Rücksicht heißt, dem anderen Zeit lassen und Raum gewähren. Maximilien de Robespierre. Rücksicht heißt, den unter der Guillotine liegenden nicht zu lange warten zu lassen. Abraham a Santa Clara. Wer seinem Nächsten verzeiht, hat gut getan. Apostel Paulus, mein ist die Rache, spricht der Herr. Schön. Mehr so ein düsteres Ding. Ich, Friedrich Schleiermacher. Man kann mit jedem Menschen reden, sofern man zuzuhören versteht. Lisa Fitz, wer anderen zuhört, ist mitverantwortlich, wenn sie immer weiterreden. Komm, einen noch. Super. Ich fange mal an. Okay. Wir müssen die... Egon Bahr. Das hat Egon Bahr gesagt. Guck an. Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Aus Friesland. Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und dorthin rudern, wo sie nicht mehr stehen können. Komm mal. Das war Egon Bahr. Egon Bahr. Jetzt, guck mal, jetzt können wir den Erkan Dortulück. Erkan Dortulück ist ein Deutschlehrer von der Berlitz School in Düsseldorf und er hat, das haben ja andere auch schon gemacht, er fährt den ganzen Tag U-Bahn und lauscht Dialoge oder auch einfach Sätze ab, was oft sehr komisch ist. Es sind authentische, echte Sätze. Das ist schön. Ja. Bis auf, ja. Bis auf die, die nicht schön sind, meinst du? Meinst einige sind auch nicht, ja. Wo fangen wir an, auf welcher Seite? Ich hab's komplett vergessen. Wir fangen an auf Seite 44. Ja. Ja. Willst du anfangen? Oben? Oben. Nee, ich mag den unten so gerne. Welchen? Den unteren. Den hier? Ja, der holt mich voll ab. Na, dann lese ich den oberen. Du sollst es schön haben hier. André, 26. Das ist mir echt sowas von egal, ob die Veganerin ist oder nicht. Hauptsache, die rasiert sich untenrum. Ja, man ist immer belauscht in der S-Bahn. Sie hören das von anderen Leuten in der S-Bahn. Heike, 39. Von Pepsi bekomme ich ganz anderen Durchfall als von Cola. Da bin ich kaputt komplett. Du, ne? Ja, sicher. Musti. Sina, 21. Von alleine ist der Musti nicht reich geworden. Der war wegen dem Autounfall 3 Jahre im Koma und hat die ganze Zeit gespart. Katrin, 36. Mein Hund ist total schön und das weiß der auch. Das ist halt. Mara, 19. Meine Mutter hat meiner Schwester gesagt, dass sie ein Baby machen soll, um ihre Ehe zu retten. Jetzt hat die schon 3 und ihre Ehe ist immer noch scheiße. Ja. Wo warst du da? Schon auf 66? Ich war auf 70, ja. Ich bin glaube ich. Weiß ich auch nicht. Ach, das macht doch nichts. Du kannst das Buch aufschlagen, wo du willst, wenn du echte Dialoge haben willst. Das ist ein Traum. Wenn Mia, 21, wenn seine Oma diese Woche noch stirbt, müssen wir an Weihnachten nicht dahin.
Moment, das geht doch weiter. Das wäre echt cool wegen der Party von Esther. Auf welcher Seite bist du? Ich habe alles komplett verloren. Ich bin jetzt auf Seite 66. Jetzt kommt die Seite 70. Okay. Nee, da war ich schon. Willst du den machen? Ich möchte den machen. Welchen? Den. Du bist auf einer ganz anderen Seite, nee. Ja, das ist ja... Mach du den. Lass mich den machen. Das ist eigentlich einer meiner Lieblinge. Du musst dir immer vorstellen, dass er in der Bahn sitzt und das sagt, ins Telefon oder so. Ja. Christel, 70. Als ich das Eichhörnchen bei der Beerdigung meines Mannes sah, wusste ich sofort, dass er es war. Carola, 40. Wir sind ja gegen Anglizismen bei Kindern, deswegen sagen wir jetzt Sankt Kürbis statt Halloween. Für mich werden Anglizismen auch immer ein No-Go bleiben. Muss ich ganz klar. Warte mal. 84. So. Kai, 18. Nee, Püppi und ich, das ist schon forever und so. Aber ich suche noch was nebenbei. Das ist 94. So, 94, hast du? Luisa, 16. Ja. Und Laura, willst du Laura sein? Also Luisa fängt an, dann bist du Laura. Nee, mach beide, ich liebe das, wie du Stimmen machst. Mach du beide. Ich höre das so gerne. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Als Kompliment, ganz klar. Luisa, 16. Laura, auch 16. Die sind gleichaltrig. 34 zusammengezählt. Die Melina hat gedacht, wenn sie oben liegt, wird sie nicht schwanger. Bei der ist das Gehirn eh nur Deko. Ja, so. Celine, 18. Wir suchen für meinen Bruder gerade dringend Ehefrau. Die muss nicht schön sein, reicht, wenn sie atmet. Wiebke, 29. Ich brauche keinen Freund mehr. Mein Bett steht jetzt neben der Heizung. Ja, willst du jetzt die Claudia, 40, sprechen? Ja. Gut. Inge, ich spreche Inge, 45. Thorsten spricht Claudia, 40, also die Jüngere. Ich lege die auch ein bisschen jünger an. Ja, bitte. Du bist ja auch jünger. Guck mal, Junggesellinnenabschied. Welche von denen ist denn die Braut? Immer die hässlichste. Da funktioniert doch. Ja. Tut mir leid. Und machen wir mal die. Was, den unteren? Ja. Das ist auch ganz... Hendrik, 23. Also ich betone, das haben andere Menschen gesagt. Wir bilden das hier ab. Hendrik, 23. Die Pädagoginnen sind auch nicht mehr so hässlich wie früher. Inzwischen haben die alles Trinktangas. Merkst du, wie der absolut im Nichts verläuft? Okay, das kriegen wir getoppt. Elke, 44. Liebe bedeutet auch mal gehorchen. Hier, Jana, 21. Wenn du eine tiefe Bräune hast und du legst dich in die Sonne und wirst nicht bräuner, hast du einfach keine Ziele mehr. Wo ist der denn? Komm, damit gehen wir in Pause. Ja, wir gehen in Pause. Was für eine Scheiße. Thank you.